Oh, eine Gabelung? Ih, Ratten. Scheiße. Sprichwörtlich Scheiße. Wenn Luca jetzt bloß ein paar Steaks geholt hat, bringe ich jemanden um. Ja, hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Mafia 2. Wir spielen jetzt das Kapitel 9, Ballas und Beans, und ich bin der Xarok und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hehe. Schauen wir mal, was unser kleiner Vito macht. Aha, das Telefon klingelt. Dann lassen wir doch die Person nicht warten, die uns hier versucht anzurufen. Hallo? Vito, wir haben hier ein Problem. Schnapp dir eine Knarre, wir treffen uns in der Bar und sieh zu, dass du einen anständigen, fahrbaren Untersatz dabei hast. In Ordnung, bin gleich da. Das war's dann mit meinem Sonntag. Das klingt nicht gut. So, zieh mir was locker lässiges an. Sehr schön. So, Knarre haben wir dabei. Waffen sind hier nicht erlaubt. Das ist doch mein Zimmer, da kann ich doch machen, was ich will. Oh ja, wieder Wasser aufdrehen und so. Nee, ich brauche was zum Essen. Denn irgendwie sind wir leicht angeschlagen, obwohl wir geschlafen haben und eigentlich ausgeruht sein müssten. Naja, gut. So. Machen Sie die verdammte Tür auf! Sind wir gemeint? Nee. Hey Jungs, was ist los? Hey Freundchen, du behinderst hier polizeiliche Ermittlungen. Schwirr ab! Okay. Ach, putzt doch auch hier. Der putzt doch auch bei dem besten Freund von Vito. Beim Joe. Zumindest sah ich so aus. So was Schnelles. Wir haben hier Fahrzeuge. Was war denn hier? 155 kW. 150. Die können wir eigentlich mal hier. Oh, nee, das. So war es nicht gemeint. Ich meinte, dass wir die mal hier reparieren können. So. 183 kW, das klingt doch auch nicht schlecht. Wir nehmen den hier einfach. Sieht ein bisschen aus wie so ein Mercedes SL. Naja, schauen wir mal. Ich hoffe, dass das Auto natürlich am Leben bleibt. Wo ich jetzt sagen muss, die Beschleunigung ist jetzt nicht so berauschend von der Kiste. Ja. Naja, gut gehen tut der schon. Ja, schön. Wieder mal Mafia zocken hier. Gibt doch nichts Besseres. Upp. Was geil ist, dass sie, also man hätte ja, also am Anfang war natürlich sehr viel, ja, Dinge, die auch um die Story herum passiert sind. Also sprich, da hat sich ein Paar gestritten, da ist eine Katze gehüpft, da sind welche ausgerutscht, viele haben uns angesprochen, ja, hallo Vito, du bist wieder da und so. Ja, das war eigentlich ziemlich nett. Und man würde erwarten, halt am Anfang, so der erste Eindruck muss ja natürlich sehr gut sein. Und dass dann am Ende das nachlässt. Das ist zwar nicht mehr so stark wie am Anfang, aber jetzt so mit der Polizei unten, die da in diese Wohnung einbrechen wollten, das war ja vorhanden. Das finde ich jetzt gar nicht mehr so schlecht. Dass auch hin und wieder mal wieder sowas passiert. So
man so ein bisschen was von seiner Umgebung mitkriegt. Dass nicht nur wir die schlimmen Finger sind. Eddie. Hey Vito, ich will dir jemanden vorstellen. Vito, das ist Carlo Falcone. Sehr erfreut, Mr. Falcone. Vito? Also Vito, was hältst du von Alberto Clementi und Luca Guarino? Naja, ehrlich gesagt, Mr. Falcone. Diese Arschlöcher wollten mir erst 5 Riesen abknöpfen und mich dann im Knast verrotten lassen. Sieht ihnen ähnlich. Die 2 führen irgendwas gegen unsere Familie im Schilde. Und das bedeutet, dass wir etwas unternehmen müssen, bevor sie etwas unternehmen. Eddie erklärt dir alles Weitere. Ich zähle auf dich, Vito. Wiedersehen, Sir. War mir ein Vergnügen. Was zum Teufel ist los? Ein Auto mit 3 unserer Jungs ist gestern Nacht verschwunden. Könnte sein, dass Luca Guarino was damit zu tun hat. Wer sind die 3? Harvey Beans und die beiden Jungs, die ihn beschützen sollten. Tony Balls und Frankie der Ire. Beans ist Carlos Buchhalter. Wenn er singt, sind wir alle am Arsch. Okay, was habe ich zu tun? Warte vor Freddys Bar auf ihn, beschatte ihn und finde raus, ob er die Finger im Spiel hat. Und dann? Sollte sich rausstellen, dass er damit drinsteckt, legst du den Sauhund um. Oh yeah. Wenn unsere Jungs noch am Leben sind, dann hau sie raus. Hoffentlich schaffst du es, bevor sie was über unsere Organisation ausgeplaudert haben. Wo könnten sie stecken? Ich habe keine Ahnung. Sei auf alles vorbereitet. Du brauchst eine schnelle Karre und ordentlich Artillerie. Gut, kein Problem. Komm wieder her, wenn du alles erledigt hast. Und Vito, kein Sterbenswörtchen zu irgendjemand. Klar. Schnelle Karre, check. Wir sehen uns bald wieder, ja? Waffen? Kann ich jetzt nicht nachgucken. Aber ich glaube, ja, haben wir auch. Ein Held, der bereit ist, angeschossen zu werden. Check. Und ein verrückter Spieler namens Sarok, der damit einverstanden ist und ihm, ja, die Kontrolle über dieses Ganze hier nimmt. Check. Okay. Wir fahren hin. Ich frage mich, woher weiß er, dass ich ein schnelles Auto brauche, weil... Na gut, ich soll den einen ja beschatten, ne? Da könnte man vielleicht schon mal ein flottes Auto gebrauchen. Aber trotzdem... Was ist, wenn ich kein schnelles Auto habe? Lukas Wagen? Na, wo steckst du, Luca? Fährt er? Da bist du ja. Okay, es kann losgehen. Ich darf nicht zu nah ran, sonst sieht Luca mich. Was passiert, wenn ich hupe? Ich probiere es lieber nicht aus. Das sieht ein bisschen aus wie so die Corvette C1. Finde ich cool. Luca, wo willst du denn hin? Luca! Du alte Drecksau! Ja. Ho. Hallo. Ho, spannend. Hörst du? Das nimmt kein gutes Ende, glaube ich. Oh, fast zu nah. Oh, wie schön. Sie halten alle für ihn. So müsste das auf einer Autobahn hier in Deutschland auch sein. Die auf der Schnellstraße sind, die bleiben stehen und die auf die Schnellstraße wollen, haben Vorfahrt. Ganz normal. Du, Luca? Nachhörerzeit? Luca. Du Schweinehund. Wo geht's denn hin? Wir fahren rechts. It's okay. Oh, das war knapp. Wieder rechts. Und Platz dafür habe ich jetzt... Ein Schrottplatz? Oh nein, Mike hat mit so einer Scheiße nichts am Hut. Und dafür habe ich jetzt ein schnelles Auto geholt, um dem
hinterherfahren zu können? Hm. Oh, was ist das hier? Aha. Ventils Schlachthof, na klar. Eddie hat wohl recht. Okay, ich muss unbemerkt da rein. Ratten, viele Ratten. Sie kommen hey. Immer und wollen stehlen. Hey, du, aber gib mir mal deine Klamotten. Es gehört mir. Ich trinke es. Gestolpert. Hallo, wer bist denn du? Geht's Auto nicht mehr? Hm. Ach so, ja. Wir haben ja eine Aufgabe. Sie wissen nicht, dass ich weiß, dass Sie wissen, dass ich Hallo. Weiß. Was? Er weiß nicht, dass wir wissen, dass wir es nicht wissen, dass er weiß, was er ist. Hm. Oh, das ist, glaube ich, die Kanalisation. Das könnte klappen. Je. Yeah. Schätze, das kann ich aufbrechen. Hau ruck! Sehr schön. Ich wollte schon immer mal in der Kanalisation rumwühlen. Oh Mann, wie das stinkt. Tja. Es läuft ja sogar schon aus den Ritzen hier raus. Boah. Naja gut. Hilft ja nix. So tief ist das ja nicht. Immerhin brauchen wir nur neue Schuhe. Damit kann ich leben. Mist, der Köter könnte Probleme machen. Also die Schuhe sind definitiv ruiniert. Oh, eine Gabelung. Ih, Ratten. Ah. Scheiße. Sprichwörtlich Scheiße. Wenn Luca jetzt bloß ein paar Steaks geholt hat, bringe ich jemanden um. Klasse. Jetzt brauchen wir auch neue Klamotten, würde ich sagen. Waffen sind hier nicht erlaubt. Entschuldigung. Aha, hier kommen wir nach oben. Na dann. Hoffentlich erwartet uns dort keiner. Ah, da ist der Köter. Bloß nicht fallen lassen. Halt's Maul, verflucht nochmal. Ist da jemand? Da ist keiner. Also halt's Maul, sonst machen wir Hackfleisch aus dir. Blöder Köter. Verdammt, da sind sie. Jetzt krieg ich dich doch noch, egal, kleiner Scheißkerl. Und jetzt? Gut, die Luft ist rein. Also da kommen wir auf jeden Fall nicht lang. Hallo. Hm. Und jetzt? Ah. Niedlich, wie er da schläft. Ah. Ups. Ah, schön unten. Rechts in der Minimap sieht man, wo wer sich befindet und in welche Richtung schaut. Ich hoffe, der Boss weiß, was er hier tut. Da hängen ein paar Schweine. Ich
machen. Ich brauch doch nur eine. Reg dich ab. Ja, den Spruch kenne ich schon. Also an den zwei kommen wir auf jeden Fall nicht vorbei. Aber ich glaube, rechts rein würden wir kommen. Hat da jemand geschrien? Ach was, meinst du Schweine abgeben? Nein, das war kein Schwein. Das klang mir nach... Es war kein Schwein, es sind Freunde, die gefoltert werden. Geh wieder an die Arbeit. Oder das bleibt nicht das einzige Schwein, das hier quiekt. Okay, okay. Also, du willst immer noch kündigen? Vielleicht nächsten Monat. Was machst du dann? Das ist ja eklig. Ich hab mir überlegt, vielleicht werde ich Synchronsprecher. Soll das ein Scherz sein? Wer soll dich denn anstellen? Eieiei. Nix für, die einen schwachen Magen haben. Was ist denn das? Schichtwechsel. Oh, unsere Klamotten. Schaut mal, wie das aussieht. Genau, haut ab. Oh, da hängt Salami. Können wir da einfach vorbeigehen? Also auf jeden Fall sind sie alle irgendwie abgelenkt. Ich versuche einfach mein Glück. Ha. Glaubt ihr, ich weiß nicht von dem Stoff? Und wo ihr das Geld dafür herhattet? Falcone hält sich für so scheiß schlau. Aber damit kommt er nicht durch. Na los. Wir machen leider hier jetzt Schluss. Das ist natürlich ärgerlich, aber unsere Zeit ist schon wieder vorbei. Und nächste Woche werden wir erfahren, was hier jetzt gespielt wird und was hier los ist. Ich glaube, dass sie gefoltert werden und ich glaube, wir kommen genau im richtigen Moment. Ja, müssen wir mal herausfinden, was die da eigentlich aushecken. Und ich glaube, es wird Opfer geben. Ja. Aber das werden nicht wir sein. Nein, definitiv nicht. Naja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch ein Gefällt mir-Klick da. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann abonniert mich doch. Das würde mich sehr freuen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.